Ruf die Schweine, willkommen zu einer neuen Folge Tech Town, in der wir jetzt mal hier unsere Query aufstellen wollten, ne? Ja, achso, was mir noch einfällt, wir brauchen noch so einen Hammer oder so von. Ne, wie heißt es? Thermal Expansion, ne? Hab ich. Hast du den, Crescent? Genau. Sehr gut. Dann, so. Wo Zäune brauchen wir ja noch? Ja, ich crafte, ich habe viel Holz. So, das heißt, eigentlich können wir ja erstmal den ersten hier aufstellen. So, also in der Nähe, ne? Ja, eigentlich bei uns hier irgendwo, wo wir gerade mal gut drankommen, um es zu exponieren. Ich fäll noch mal ein paar Bäume. Ich habe nicht genug Holz. Ja. Genau, dann ja, ihr ersetzt ja alles durch Stone, ne? Nein, durch Dirt. Okay. Dirt, genau. Oh. So, Andi, hast du den Item-Tesserakt? Ja, ich habe zwei Tesserakte. Ja, komm in den Keller. Hast du auch den. Hat noch wer Energy-Conduit? Was war das? Aber was tust du? Flüchten. Und gestorben. Wo auch immer du gerade hingelaufen bist. Ich töte nur die Viecher da. Ist eh nichts Wertvolles, was ich jetzt bräuchte. Aber das ist Erfahrung. Ja, scheiß auf Erfahrung. So, ist da noch was? Eh keine mehr, weil ich alles ja verzaubert habe. So. Wir brauchen noch ein bisschen Konduit. Haben wir das noch? Stromkabel brauchen wir. Ja. Welche? Welche Stärke? Ja, am besten die guten, ne? Für schnelle. Ja. Hab ich sogar noch. Hast du? Ja, ich muss die nur befüllen. Okay. Was heißt, wir brauchen Redstone? Beziehungsweise, nein, gar nicht. Wir müssen den Saft hier rausbekommen. Da ist ja fast nichts drin. Warte mal, wo sind die Eimer? Da. Ey, wollen wir kurz schlafen gehen? Wie reicht schlafen gehen? Reicht das? Ja, reicht das. Scheiße, wie bekommen wir den Ah. Noch einer. Okay, ja? Ist Peter ist doch. Achso. Aber egal. So. Warte mal, wie kriege ich denn hier so einen letzten Fizzle-Rest raus? Warte, ich mache noch eine Enderperle rein, dann geht's. Bau ihn einfach ab. Nein. Wie viel ist das? Ja, ich habe auch noch zwei Hard Energy Conduits. Rein. Wo sind das so? Ne, die wollen wir gar nicht. Die sind ja auch die ganze Zeit. Und Redstone Energy Conduits. Ja, genau. So. Jetzt hole ich den Redstone hier rüber. Genau, ich wollte noch Bäume fällen für. Genau, ich packe den. Ah, ne, den muss ich ja dann. Genau, siehst du, Däumen, gut, dass ich das Zeug hier in dem Teich aufgehoben habe, ne? Den teuren Redstone-Saft. Oh ja, welchen rüberholen? Kannst du machen, ja. Aber jetzt, achso, muss ich ja wieder hier. Alter, was sprengst du denn hier dauernd, Däumen? Junge, es ist gefährlich draußen. Das ist auch nicht mehr feierlich, Alter. Das sieht aus wie Tschernobyl hier. Tschernobyl ist nicht zerbombt. Achso, hast du gerade reingelegt? Muss ich das reinlegen? Da oben. Ah. So. Sag, wenn du durch bist. Ja, ich bin durch. So. Ich dachte, du hattest mehr. Warte, egal. Jetzt lass mich erstmal die Dinger reinlegen. Zack. Ich hoffe, du räumst jetzt hier auf nach dir. Du Pimmel. Wer? Däumen. Wie aufräumen? Den Müll da wegräumen. So, dann lass mal den Tesserakt im Keller aufstellen. Den müssen wir ja sowieso auch erstmal behilfsmäßig quasi aufstellen, weil, Der wird ja später ans System angeschlossen. Genau. So, ja, genau. Schon mal große Kisten craften? Ja, am besten, ne? So, wohin hier? Stell den da unter das Stromkabel, was ich da schon so gestellt habe. Das hier, hier. Stell mal da drunter. Bäm. Warum ist der aber so aus? Achso, weil er noch nicht eingestellt. Hey, Leute. Aha! Nein, wir können ja empfangen! Wir können ja auf der Frequenz empfangen von, Debitor. Aber welcher Tesserei kriegt dann den Stuff? Ich weiß nicht, aber wir stellen am besten immer auf einen Owner ein. Also, jetzt ist ja Andi hier als Owner. Genau. Andi, was steht da drin, wenn du auf Owner klickst? Wo steht das? Oh, Andi, bauen bitte da mal oben. Ab. Oder gib mir mal. Restricted. Mach mal bitte kurz auf öffentlich. Ich kann ihn auch, setzt du ihn einfach hin. Kann er mit der Spitzhacke abhauen? Ich weiß es nicht. Soll ich notfalls mal kurz mit dem Hammer kommen? Naja, geht. Geht, okay. So, ich will nur gucken, weil. Ja, aber du sie einfach bald. Nein! Ja, jetzt bauen wir ab. So. Ja, aber sieht ganz anders aus. Hä? Der ist aber irgendwie immer noch Owner. Mr. Outback. Der sieht jetzt aber anders aus. Ja, irgendwie schon. Bau nochmal ab, bitte. Ja, was ist das denn hier? Ist das unser Haus? Nee, wer wohnt denn hier? Hä? So. Ich hab mich im Wald verlaufen. Im Ernst? Hä, der ist immer noch Owner, Mr. Outback. Kann sogar beide, die kann man nicht übergeben. Lol.
So. Achso, weil da eine Frequenz jetzt drin war. Geh mal nochmal drauf. Auf dieses Schloss. Ja, ich kann ja auf Restricted stellen irgendwie. Ja, dann machen wir auf Public oder was auch immer. Das Höchste, das Offenste. Ja, Public Access. So, ist jetzt. Ja. Ah, okay. Ja, eigentlich. Nachdem es eingestellt ist, stellen wir wieder auf Private Only. Ja. Ey, wie groß kann eigentlich das Gebiet maximal sein? Von der Query, weiß einer das? Das weiß ich nicht. Ist hier jetzt auf Public hier der eine, der wichtige? Der Unterschied ist auf Public. Ja, bau den anderen mal wieder ab. Sind beide auf Public? Ja, ich meine nur den anderen. Kannst du erst mal wieder abbauen. Dann kannst du mir einfach gleichzeitig erklären noch. Ja, man kann irgendwie jetzt hier die Frequenz einstellen und einen Namen geben. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen geben muss. Device inactive. Nee, so Frequenz, eigentlich muss man keinen Namen geben. Das ist ja auch viel schlauer, weil sonst können die anderen die Frequenz ablesen direkt. Ja, stimmt. Also, ich wüsste nicht, was das bringt. So, Frequency 133 und wir stellen den hier auf Energy Send Only und Fluid aus und Item Mode Receive Only. So, machst du schon Kisten, Däum? Nee, ich mach gerade noch die Zäune. Ach so. Item Mode Receive Only, ne? Ja. Welche Stufen gingen denn diese Kiste? Da konnte man Iron, aus der Iron konnte man die machen, okay. Das war ja Crystal, ne? Ja. Soll der Energie senden? Ja, klar, wir müssen ja Energie hinkriegen. You know? Okay, ja, stimmt. Also im Prinzip stellt man ja aber nur einen dann. Okay, verstehe. Also es ist quasi über den, über den Phase Transport Pipes bis aus, bloß dass man hier quasi alles mit einem transportieren kann. So, ich mach mal rein. So. Also relativ einfach. Wir können auch erstmal 4 Chests daneben stellen, das dürfte auch eine Weile reichen. Lass uns aber 4 Iron Chests bauen. Ja, komm, ich mach das jetzt hier kurz. Ja, ja. Okay. Was brauchst du denn? Ich baue jetzt erstmal kurz die Iron Chests, daraus mache ich die Gold Chests und so weiter. Ja, wenn wir Gold hätten. Ich habe ganz viel Gold. Alter, siehst du bist derjenige, der alles bunkert. Ich bunker es nicht, ich hab's aus Versehen in meinem Inventar, das ist ein Unterschied. Ja, bunker es. Wir rutschen gleich aus Versehen was aus. Okay, was brauchen wir denn noch? Ah, hier wäre sogar noch Conduit gewesen. Ja, Doll macht die Kisten und dann Bauplatz. Ja, ist doch schon mal aufstellen. Ja, Doll hat die Fences und die Query. Wäre mal fertig, Doll. Ja. So, jetzt habe ich jetzt die Goldchests rausmachen. Du kannst noch eine, da reicht, glaube ich, eine normale Chest als Zwischenchest. Diamond Chest bräuchte. Ah, also perfekt. Und Scheiße. Hat jetzt einer so ein Item duckt? Andi, hattest du das gemacht? Andi wollte das machen. Andi? Ja, hab ich. Gut. Hat einfach euch noch Glasblöcke? Hallo? Ja. Gib mal bitte. Oder, und 2 Diamanten? Nee, Diamanten nicht. Ja, die Diamanten liegen noch bei dir drin. Ja, Däum, wie viele Kisten machst du gerade? Ich wollte 3 Diamond Chests. Ja, ja, okay. Also brauche ich noch ein bisschen Glas. Scheiße, muss kurz was brennen. Alter, das reicht erstmal. Meinst du? Ja, lass uns das erstmal anschließen. Okay. Gut. Alter, das dauert. Alter, die sind ja schon ziemlich groß. Oder was war Crystal? Da kommt nur nochmal Glas drum. Ich weiß nicht, ist Crystal auch größer oder hat es nur den Vorteil, dass man den Inhalt sieht? Nee, ich glaube, die war noch. Man sieht, glaube ich, nur den Inhalt. Geil, das können wir jetzt auch mal machen. Weil 8 Glas habe ich noch. Ja, gut, dann. Warte, ich leg die hier rein und mach nochmal. Ja. Welches? Warte mal, Andi, noch was? So, jetzt haben wir 3 Crystal Chests, dann können wir. Diamond, dann können wir daraus ja Crystal jetzt machen. Du kannst ja testen, guck rein, wie viel groß die sind. Hast jetzt welche zum Vergleichen? Mach ich jetzt mal kurz hier eine Diamond. Ich stell einfach die hier, dann können wir direkt. Daneben mach ich dann die erste Crystal Chest. So, ein bisschen Cobblestone holen. Zack. Wo brauchst du Cobblestone, Kian? Sand. Boah. Ja. Achso, irgendwie, war das in der letzten Folge mit der Regengeschichte oder irgendwie wurde ich unterbrochen? Ja, in der letzten Folge. Echt, warst du schon in der letzten? Also, ich aus der Straße mal rausgeschleppt und dann hat es übelst geregnet. So richtig komplett nass, ne? Und dann später habe ich irgendwie 4 Stunden später mit meinem Telefon telefoniert, da habe ich schon gemerkt, dass der Lautsprecher total leise war. Und dann fiel mir auf, dass Wasser unterm Display war, aber es ist irgendwie wieder weg. Also so ganz fein, ganz wenig nur. Ist das nicht erstmal so ein Schockmoment für einen Smartphone-Besitzer?
das nicht so krass war. Einfach in Reis legen, finde ich. Außerdem ist zwei Jahre alt. Ich glaube, das 6er hole ich mir auf jeden Fall wieder. So, warte jetzt, Freunde. Ich sag nur, ich hab ein iPhone 4, ich bin damit zufrieden. Kannst du mir mein altes wieder abkaufen, wobei, aber das ist mehr wert als das letzte Mal. Sicher? Ja, weil es nur ein Jahr alt ist, weil ich es da ja ausgetauscht bekommen habe. So. Ist ja Andi egal. Freundschaftspreis. Ich hab ja nichts zu verschenken. Hä? Hab ja nichts zu verschenken. Ich glaube, das nimmt dann meine Mutter. Nee, was die sagen, glaube ich. Die hat noch ein 4S, aber die funktionieren ja auch noch ganz gut. So, ich habe noch ein bisschen Glas. Und hast du jetzt gecheckt schon? Nee, hast noch nicht. Jetzt kommt der große Check. Genau, gleich groß. Egal, wir machen vor das Swag. Sorry. So, ich stelle die Crystals schon mal hinten hin. Ja, wo hast du das Glas hingetan? Du wolltest mir Glas geben? Ich hab's reingelegt. Hab ja schon eine zweite gemacht, so viel wie ich hatte. Wir können es jetzt auch erstmal anschließen. Können wir gleich nochmal. Ich hab ja hier das drin. So. Item Mode, Receive Only, Energy Mode, Send Only. Frequenz 100. Andi, was hast du getan? Nichts. Ja, doch, hast du. Ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Hey, musst du können. Nein, hattest du eben kurz auf Privat. Ich hab gesehen. Das hat keine Frequency mehr. Ja, weil du es irgendwie verstellt hast. Ich denke mal, wenn du es auf Privat stellst, müsstest du es neu einstellen. Okay, das ist ja auch Public. Ich glaube, so schnell wird uns das auch kein eingehen. Ja, ist ja egal. Die Frequenz dürfte jetzt sowieso, also 133 habe ich gerade drin. Herr Kehl, ja. du hast zwei Crystal Chests, ne? Habe ich hingestellt, ja. So, wo im Keller. Ja, so, jetzt lass uns mal einfach hier hinter unser Haus, oder? Die dritte einfach auch da dran stellen. Einfach so daneben noch, ja, mach mal. Wollen wir die einfach jetzt hier so quasi hinter das Haus mal irgendwo aufstellen? Warte, ich komme. Jo. Was macht Rotpilz in unserem scheiß Keller? Achso, er sagt, wir sind krass. Ja. Wo bist du? Komm hier. Hier. Nee, das ist hier. Rotpilz. Rechts. Weiter hinter Richtung Reaktor. Hinterm Reaktor. Wo ist der Reaktor? Da. Weil hier schön frei ist schon. Gut, dann stellen wir hier mal auf. Stell mal hin und gib mir mal Fenster ab. So, ich stell die Fenster. Stell hin, dann kann ich die Fenster aufstellen. Achso, ich hab die Query. Ich bin witzig. So, stell auf. Ich stell sie dann hier hin, ist das okay? Ja, und jetzt gib mir 2 ab. Können einfach mit ihm eine zusammen machen und ihm dann mal rumzeigen. Stimmt. Wieso hast du jetzt einen Traum? Achso, vertippt. So, ja, ich weiß nicht, ob es eine Maximum. Ah, du kannst ja auch hochgehen, ne? Ja. Muss nur exakt sein. Ja, soll ich mal den Tesseract hinstellen? Stell den mal. Warte mal. Ja, stell ihn auf jeden Fall hier hin irgendwie, so. Aber wo ist deine Chest hier dran? Weil das nicht anders geht. Wirst du gleich sehen. Also was soll ich jetzt tun? Ja, stell den da so mit einem Abstand vor die Query. Wo ist Red Mushroom hin? Er verfliegt sich. Red Mushroom. Ja, aber du solltest jetzt vielleicht. Jetzt? Soll ich den irgendwie mit dem Item Duct oder so? So, ich komm jetzt einfach mal rüber. Er soll heulen. Ja? Hä? Ja, den Item-Duck quasi dazwischen. Und dann. So? Zur Kiste. Scheiße, den brauchen wir natürlich. Ja, aber mach mal einen hoch. Also wie? Das Ding. Das nach oben. Ja, warum hast du denn so eine beschissene Fläche? Keine Ahnung. Wie weit wolltest du denn gehen? Ja, Max? Ja, nee, nicht Max. Ich meine einfach von wegen so ein bisschen, dass es nicht irgendwie. Dass es einigermaßen quadratisch ist, vielleicht. Ja, aber dann ist es ganz schön gigantisch gleich. Ja, wegen den Kisten. Egal. Kisten. Also wenn wir kommst und rausballern. Warte, so. Ja, das können wir noch gar nicht. Oh. Warte, ich hab jetzt eine gute gefunden. Wir gehen. Cobblestone rausballern weiß ich nur mit den Diamant-Dingern von Buildcraft. Dann müssten wir das eigentlich. Also, Däum, am Anfang sollten wir das aber echt eigentlich machen mit dem. Wegschmeißen von Cobblestone. Ja. Aber da kann ich Sand draus machen. Ja. Oder wir machen das so, wir bauen quasi eine. Andi, gehst mal schlafen.
Da muss aber noch einer schlafen gehen. Warte, ich komme. Okay, willst du mal kurz, du kannst fliegen. Ja, warte, ich mach meinen Creeper weg. So, ich komme schlafen. Nee, braucht schon nicht mehr, ruppelst du doch runter. Nein, da musst du. Ach nein, Peter schläft. So, dann. Warte, wir können ja auch einfach quasi eine Holzkiste an die Quarry stellen, also unten in die, im Ding ist. Das direkt rausziehen mit den Diamantpipes, damit dann den Cobblestone rausballern und dann das in die vier die Crystal Chests umleiten. Nochmal bitte was? Dass wir quasi einfach dann hinter, wir bauen quasi eine kleine Chest an die Quarry direkt dran. Ja. Und dann ballern wir mit diesen Buildcraft Pipes einfach direkt vorher dann den Cobblestone raus. Mhm. Und dann wird er quasi erst in die Crystal Chest gelagert. Ja, das ja, ja, das können wir auch. So, ja, wobei. Ihr wollt jetzt mal. Oder wir machen das, oder wir schalten die hier einfach noch zwischen. Wollt ihr mal die ja, Energie aber erstmal testen. Lass jetzt mal testen. So, ich meine nur, das. Aber guck mal, dann könnten wir einfach zwischen die Chests noch hier ein, so. Ja, ich weiß. Aber da müssen wir dann noch zwei Chests und so einen Motor wieder packen. Jetzt mach mal hier den Anschluss der Kiste auf Rot mit dem Crescent-Hammer. Wie den Anschluss der. Wie muss ich mal. Klicke auf den Anschluss. Rechtsklick. Hast du gemacht? Ach so, den hier. Ja, so. Kian, wie macht man denn hinterher wie macht man denn die Scheiße, es braucht ein Redstone-Signal, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, musst du doch anmachen, die. Nein, nur ein Signal. Ich gebe mir mal einen Cobblestone. Ein Cobblestone, ja, hier. Ja. Ja, dann soll Andi aus der Welt gehen. So. Ich glaube, so ging's. Boah, hey, braucht das echt? Nee, es braucht kein Redstone-Signal. Doch. Siehst du, jetzt ist verschwunden, der Sapling. Ja, und die Quarry, wann fängt die an zu scannen? Die scannt noch gar nicht. Null Block Scan. So, warum kriegt's noch keinen Strom? Oder doch? Da hat doch eben schon gefunkelt, oder? Die wird aber nicht aufgeladen. Die ist null. Die hat keine Energie. Wo siehst du Energie? Ja, auf sie draufhalten. Hast du recht. So, warum kriegt die keine. Also, Items müssten schon drüben angekommen sein. Peter. Schreib dir mal so kurz, komm, wegen Stromanschluss. Warum schreibst du es nicht? Weil ich gerade gucke. Items sind nämlich angekommen. Komm mal bitte kurz. Brauchen deine Elektriker-Skills. Warum schließen wir das Ding eigentlich einfach nicht an die Hauptbatterie an? Warum schließen wir das vor die Hauptbatterie? Das ist das Problem. Glaub, oder? Hab ich's? Ja, nee. Ja klar. Weil im Reaktor hast du keine Energie mehr. Und die haben hier nur Input, die Dinger. Ja, ich glaube, daran liegt's. Oh. Daran liegt das. Das muss ja oben da dran. Ha. Sich gut erledigt. Hallo, du warst hier eben auch schon. Hätte sie ja auch schon aufhören können. Ja, mir ist es aber gerade nicht mehr aufgefallen. Fakt. Ja, so. Jetzt muss es klappen. So. Bist du an der Quarry, Don? Ich bin an der Quarry. Macht sie was? Ja, sie wird voraufgeladen. Gut. Und sie arbeitet. Ist gerade der Baum verschwunden oder irgendwie? Doch, jetzt. Es funktioniert. Die scannt gerade noch die Blocks. Nein, es läuft schon. So. Das siehst du nicht. Das ist ja das Geile an der. Ja, der Sand müsste verschwinden, ne? Das wundert mich gerade. Ja, wo ist sie denn gerade? Ja, das stimmt, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, die macht Chunk für Chunk. Die ist Chunk, die geht ja, stimmt, das war irgendwie anders. Ah, du kannst ja mal Rechtsklick machen und siehst, wie viel sie gemacht hat. Und du kannst ja, hier siehst du ja die Items kurz, bevor sie verschwinden. Genau, Tin Ore, sehr schön. Warte mal, wir könnten mit einem Trick machen, dass auch der Cobblestone viel später losgeht. Hast du noch einen Stack Cobblestone drin? Ist die schon unterirdisch? Ja, der, warte, dann verteile ich nämlich hier. So. Verteil einzelne Cobblestones in der ganzen Kiste. Naja, nicht in der ganzen. Was soll das bringen, Kilian? Weil der immer das erste zuerst. Ja, okay, es bringt gerade nicht so viel. Jetzt, weil kommt immer drauf an, was er gerade. Aber findet. Ist sie jetzt schon unterirdisch? Ja, hast du gesehen, da waren schon Ores dabei. Ja, aber hier ist doch noch Stone. Ja, Andi, sie geht chunkweise. Das ist der Punkt noch. Das heißt, also irgendeinen Chunk könnte ich mich jetzt hier runtergraben. Ja. Die wäre nur Dirt. Also hier ist er nicht. Hey, lol, der hat schon Bienen gefunden dabei gerade. Rocky. Oh. Ja, es gibt ja diese Steinhives. So. Ja, würde mich echt mal interessieren, wo fängt der gerade an? Warte, wo ist immer diese Chunk-Taste?
F9, drück F9, dann siehst du die ganzen Chunks. Wir könnten eigentlich, warte, wir machen den Strom nochmal ab und bauen in der nächsten Folge gleich dieses Buildcraft-Ding. Ja, das macht aber auch gar keinen Sinn, das müsste hier doch überall Dirt sein, oder nicht? Hier ist aber Stone. Andi, sie wird irgendwo arbeiten, in irgendeiner Ecke. Ja klar, aber wo? Ist ja egal, wir haben zwar schon mal angefangen. Hier, nee, keine Ahnung, aber es kommen ja Sachen an, also ist mir doch egal. So. Siehst du ja auch schon ordentlich Metalle, Alter. Dark Iron. Geil. In einer anderen Welt. Er hat auch eine Enderquarry, oder? Nein. Sonst hätte er zumindest nicht diese Markierungsleuchten. Okay, wir brauchen dringend dieses ME-System jetzt. Oh, Schmetterling. Ja. So, aber das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich würde sagen, dann erstmal Cobblestone rausballern. Macht wirklich Sinn, wegen Lagerplatz. Der teilt das, glaube ich, gleichmäßig auf hier. Hä? Der teilt das, glaube ich, gleichmäßig auf. Ja, schon, aber das ist natürlich auch ein Problem. Wäre ja schlauer, wenn da alles in eine Kiste gehen würde mit dem Cobblestone. Weil das dann marginal ist letztendlich. Das halt überall noch ein angefangener Stack ist, aber trotzdem. Gut. Soll ich dann mal die Folge beenden? Das könnten wir jetzt mal machen. So, also ich würde nur sagen, ich bin sehr stolz. Wir sind in dieser Folge einen wichtigen Schritt gegangen Richtung Zukunft. Zukunft. Aber nachhaltig sind wir. Nachhaltig, genau. Wir zerstören nicht die Welt. Wir dirtifizieren sie. Wir machen es anders. Also, gönn dich ein Abo oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal.